Werkzeugkoffer, Messgeräte, das ganze Equipment muss mit. Ulrich Schmidt und Azubi Markus Hollmann sind auf dem Weg zu ihrem Kunden, der Nürnberg Messe. In diesen Hallen präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre Produkte. Ihr Einsatzort liegt unter der Erde, im Keller. Ulrich Schmidt und Markus Hollmann kümmern sich um die riesige Lüftungsanlage inklusive Klimatechnik. Sie sorgt für die passende Belüftung der Messehallen. Markus macht die Ausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme bei der Firma Kiebach und Peter und ist im dritten Lehrjahr. Auf dem Laptop sieht er die komplette Anlage und mögliche Störungen. Der 23-Jährige und sein Kollege arbeiten meistens im Team. Zuerst kontrolliert Markus die Temperatur der Zuluft. Also ich habe 25,7 Grad Celsius. Markus und sein Kollege warten die Lüftung regelmäßig, überprüfen Sensoren und Filter und beheben Störungen. Den Fehler zu finden, kann ab und zu ganz schön knifflig sein. Es gibt manchmal schon so Kleinigkeiten, an denen kann man echt verzweifeln, dass da irgendwelche Werte nicht passen oder man sich fragt, woher kommt jetzt dieser Wert? Der kann eigentlich nicht sein und man muss dann echt suchen und lang und mehr machen, bis man gefunden hat, woher es kommt. Der Schaltschrank ist das Herzstück der Anlage. Von hier aus wird die Lüftung automatisch gesteuert. Vorausgesetzt, es ist alles richtig verkabelt. Markus muss besonders konzentriert arbeiten, um keinen Stromschlag abzubekommen. Während der 3,5-jährigen Ausbildung lernt er, sich in diesem Leitungsdschungel zurechtzufinden und sich immer der Gefahr bewusst zu sein. Ja, man sollte hier schon einen kühlen Kopf bewahren, also die Teile selbst mit Bedacht umgehen damit. Wir haben hier teilweise 230 Volt, manchmal auch mehr drauf und man sollte schon wissen, was man macht und was man hier anfasst. Die negativen Seiten. Lebensgefahr bei Starkstrom, Arbeiten unter Zeitdruck. Der nächste Test steht an. Diesmal braucht Markus kein Messgerät und auch keinen Schraubenschlüssel. Ein Schlauch reicht aus. Ich habe jetzt geprüft, ob die Filter verschmutzt sind. Wir haben hier oben einen Differenzdruckwächter, so nennt man das Gerät. Und ich habe jetzt, dadurch, dass ich hier an dem Schlauch gezogen habe, simuliert, dass wir einen Überdruck haben. Somit wissen wir, dass der Filter verstopft ist und der ausgetauscht werden muss. Markus hat seinen Traumjob gefunden. Lösungen für technische Probleme zu finden, macht ihm einfach Spaß. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Technisches Verständnis, mathematische Kenntnisse, logisches Denken. Viele Unternehmen können ihren Azubis nicht alle Ausbildungsbereiche anbieten. Deshalb schicken sie sie hierher, ins Zentrum für Aus- und Weiterbildung nach Nürnberg, zur überbetrieblichen Weiterqualifizierung. Markus soll eine Aufgabe lösen, wie sie auch in der Zwischenprüfung vorkommen kann. Konzentration ist angesagt, um den Überblick zu behalten. Der 23-Jährige muss jetzt tüfteln. Ich habe jetzt hier eine Steuerung für eine Rolltreppe und ich muss jetzt nur das so umvertragen, dass die Rolltreppe auch in die andere Richtung funktioniert. Also sie fährt im Prinzip bloß runter und jetzt ist es meine Aufgabe, halt sie so zu programmieren, dass sie auch hochfahren kann. Ein Schritt nach dem anderen. In der Prüfung heißt es da, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Azubis müssen sowohl mit dem Schraubenschlüssel umgehen können, als auch mit dem Computer. Ohne den läuft in diesem Beruf nichts mehr.
Jetzt noch einmal kontrollieren. Alles richtig verdrahtet. Oft sind es Kleinigkeiten, die große Folgen haben. Hängen bleibt man vor allen Dingen da, wenn man es verdrahten muss an verschiedenen Klemmen. Oder ja, man muss halt wissen, welcher Draht an welche Klemme kommt. Und wenn man es halt vertauscht, dann kann es gegebenenfalls so sein, dass die Schaltung nicht funktioniert. Aber alles sieht gut aus. Es fließt Strom. Jetzt noch der letzte Test. Die richtigen Lichter leuchten. Markus hat es geschafft. Im Klassenzimmer nebenan Übungen mit dem Oszilloskop bei Ausbilder Thomas Meixner. Und hier über diese Zeit könnten wir jetzt auch dann die Frequenz berechnen. Die Formel weißt du wahrscheinlich noch, ne? Ja. Technisches Verständnis in diesem Beruf ein Muss. Und hier kann man dann die Spannung einstellen. Die Elektronik ist natürlich schon umfangreich. Da sollten wir schon ein bisschen Grundkenntnisse mitbringen. Am besten wäre natürlich das Hobby zum Beruf gemacht, interessiert an ja, sag mal, Physik oder physikalischen Werten, ist da schon vom Vorteil dann. Im Internet unter BR Alpha, ich mach's, gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Die Ausbildungsinhalte. Anlagen installieren und instand halten, Fehler analysieren und beheben, Grundlagen Elektrotechnik. Ortswechsel, die Berufsschule in Nürnberg. Hier das Großraumbüro, da unten das Büro 1 und Büro 2. Und heute wollen wir die Jalousiesteuerung dazu machen, dass die Büro 2 und Büro 1, die Jalousien eben automatisiert gesteuert werden können. Martin Reitenspieß erklärt den Azubis die Aufgabenstellung. Oliver wird zusammen mit Kilian versuchen, die Jalousien nach Kundenwunsch einzustellen. Mit den beiden Tasten soll jetzt unser Jalousie-Modell auf und ab fahren können. Mit der Taste, das ist die für den Reinigungsmodus, soll die Jalousie dann immer hochfahren, egal in welchem Zustand es ist. Wenn sie klingt gar nicht so einfach. Doch Oliver hat schon einige Erfahrungen sammeln können. Er ist im vierten Lehrjahr. Wert 1 ist aus. Okay. Wert 2 und 3 ist kein Telegramm. Ja. 3 auch. Die Lichtschaltung konnten sie schon programmieren. Ja, das Schwierige ist jetzt hier quasi, die verschiedenen Schaltelemente mit den Schaltern zu verknüpfen, dass diese Lampe hier, C3, jetzt angeht, wenn man diesen Schalter hier betätigt und eben auch ausgeht. So. Ja. Und was ist mit der Jalousie? Und ist dann der Gruppenadresse zu. Das Hochfahren so auf. Gut. Wenn man nochmal drauf drückt, stoppt das Ganze. Beim Runterfahren eben den anderen Knopf drücken. Alles funktioniert. Doch nicht immer läuft es so rund. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass die Jalousie hochfährt anstatt runter oder dass diese Objekte, diese Programmierobjekte überhaupt nicht miteinander zu verknüpfen sind. Und dann kommt eine Fehlermeldung von der Software und die Schüler müssen dann halt so raussuchen, was ist jetzt da falsch, was kann ich da, warum funktioniert es überhaupt nicht. Also es geht bis dahin, dass die Anlage überhaupt nicht funktioniert. Deshalb müssen Oliver und Kilian immer sehr konzentriert und genau arbeiten. Okay. Also hier sind quasi verschiedene Arten von Schutzschaltungen. 122 auf A1. Angehende Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme aus ganz Bayern besuchen die Berufsschule in Nürnberg. Immer 2 Wochen am Stück. Nach der Ausbildung haben Elektroniker gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt viele Wege, um weiterzukommen. Karrieremöglichkeiten: Meister, Techniker, Studium. Oliver macht seine Ausbildung bei der Arena Service GmbH in Nürnberg. In den Hallen finden die verschiedensten Veranstaltungen statt, von Eishockeyspielen bis hin zu Konzerten. Der 19-Jährige kümmert sich um die Gebäudetechnik und auch um die Eisflächen. Dafür muss er schweres Gerät bedienen. Regelmäßig klettert Oliver das Eis, indem er Kratzer und andere Unebenheiten entfernt.
Dann trägt er eine neue Wasserschicht auf, die auf dem kalten Untergrund gefriert. Eis machen ist ein komplizierter Prozess. Vieles läuft vollautomatisch ab. Im Idealfall. Also das Problem ist, wenn der Alltagsbetrieb quasi unterbrochen wird durch technische Probleme, dann ist es halt schnell so, dass man mal Temperatur verliert oder dass eben das Eis an extrem heißen Tagen, wenn dann die Anlage nicht hinterherkommt, einfach das Eis schmilzt teilweise. Das ist dann, hatten wir auch letzte Woche, dass einfach dann während dem Publikumslauf an bestimmten Stellen das Eis das Schwitzen anfängt und dann sich Wasserpfützen bilden. Und da muss man halt schnell zur Stelle sein und das reparieren, sonst haben wir Schwimmbad. Das darf in der großen Halle an diesem Abend auf keinen Fall passieren. Hier werden die Ice Tigers zu einem Freundschaftsspiel antreten. Da muss alles funktionieren. Oliver schaut deshalb in der Klimatechnik nach dem Rechten. Hier steht die ganze Technik und Elektronik, die man zum Eismachen braucht. Das Herzstück, die Steuerzentrale. Hier kann der 19-Jährige die nötigen Einstellungen vornehmen, damit in den Hallen aus Wasser Eis wird. Im Internet unter BR-Alpha Ich Mach's gibt's mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Oliver muss flexibel sein. Wenn es eine Störung gibt, kümmert er sich. Dieses Mal liegt das Problem unter dem Hallendach. Der Azubi braucht in seinem Beruf handwerkliches Geschick, um Störungen, etwa an der Beleuchtung, schnell zu beheben. Nur noch 2 Stunden bis zum Freundschaftsspiel. Die Eisfläche ist perfekt. Oliver trainiert auch selbst Eishockey und hat sogar schon einmal bei den Ice Tigers mitgespielt. Der Beruf an sich ist ziemlich verschieden, denke ich, in den eigenen Firmen. Aber ich habe mich eigentlich hauptsächlich mehr für die Arena als für den Beruf entschieden, weil sie halt sehr abwechslungsreich ist. Man hat Konzerte mit 8.000, 9.000 Leuten, man hat Hallenfußball, man hat Boxen, man hat große Konzerte von irgendwelchen Superstars, man hat Reiten, Reitshows, alles mögliche, Eishockey, über Basketballspiele und die Abwechslung macht es halt. Also es ist jeden Tag andere Arbeit und jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten und das macht es halt interessant. Noch ein letzter Blick. Auf den Bildschirmen kann Oliver mögliche Störungen in den Lüftungssystemen oder bei der Beleuchtung erkennen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung sieht alles gut aus. Es kann losgehen, unten auf der Eisfläche.